Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe Folgendes überlegt, wir werden. Ach doch, guck mal hier. Da ist die nächste Quest und da ist anscheinend der Spind. Soll ich den öffnen? Das letzte Mal habe ich schon die Armbrust bekommen, ne? Wir sollten da auf jeden Fall gleich mal in die Nähe hingehen. Das Ding öffnen. Wir gehen aber kurz nach Hause, werden gucken, ob wir da irgendwas verbessern können von diesen neuen Waffen, die wir gefunden haben. Ansonsten bauen wir sie auch auseinander, weil wenn wir sie nicht verbessern können, können wir damit nichts anfangen. Es würde nichts bringen, zu warten, bis wir ein anderes Teil davon finden, um das wieder zu verwerten, wenn wir das schon wieder verwerten können. Um irgendwelche Mods rauszubekommen. Was höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Weil ich kenne mich ja. So. Okay, gucken wir mal. Armbrust kann ich wahrscheinlich noch nichts machen. Nee. Der Handspannrevolver. Ich kann Elfenbeingriff machen, ja. Das Einzige, was sich da verändert, ist, dass der Wert steigt. Und das Gewicht. Ja, gut. Dann werde ich dich auf jeden Fall auseinanderbauen. Unterhebegewehr. Verlängerter Lauf. Ich kann die Reichweite erhöhen. Kurzer Kolben. Gut. Bauen wir die Sachen auseinander. Sind zwar schöne Waffen, aber so kann ich sie nicht gebrauchen. Reflexvisierpunkt. Und da haben wir nichts bekommen. Schade. Ja, gut. Immerhin, besser als gar nichts. Ich höre das. Mister Ratte. Lass das. Greift einfach meine Melonen an. Ich will meine. Ah, super! Ich krieg nicht mal meine Bolzen zurück. Ich mag ja die Armbrust, ne? Aber wir werden sie verwerten. Es nützt nichts ohne Mods. Kann ich damit einfach nichts anfangen. Schade. Na gut, bleiben wir bei den Waffen, die wir jetzt haben. Mein Traum muss also noch ein bisschen warten. Und dies. Weil im Endeffekt, diese Waffe ist halt besser und die Armbrustbolzen kosten uns nun mal auch Kleber, den wir uns so noch nicht leisten können. Was wollte ich machen? Genau. Wir wollten da hoch und den nächsten Tagebucheintrag finden. Nämlich da, wo wir schon waren, da können wir auch die Tagebucheinträge einsammeln. Der Kranke muss weg. Kann ich noch mehr Krankheiten gebrauchen? Ich mag die Schrotflinte. Wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen auf Damage gehen. Ach, die Katze fängt wieder an zu nerven. Mr. Flauschig. Kannst du mich woanders nerven, wo ich nicht bin? Geht das? Seitdem er heute Morgen hier eine Motte gesehen hat in meinem Aufnahmeraum, geht er hier ziemlich auf den Sack. Hier müsste noch alles tot sein. Ich hab den Server ja nicht gewechselt, ne? Okay, sehr schön. Lager aus Keller, Schlüsselkarte. Aber ich war nicht davon ausgegangen, dass er eine
eines von diesen Dingern wäre. Die grünen Läsionen in seinem Gesicht. Das habe ich ihm angetan. Das ist alles meine Schuld. Sie sagten mir, ich könnte Volt 76 haben, aber nicht, wenn ich verheiratet wäre. Evan hätte eine Ausnahme für Eheleute und einen Platz im Board bekommen müssen. Aber es gab jemand Qualifizierteren. Einen Ingenieur mit den Fähigkeiten, beim Wiederaufbau zu helfen. Er war ein entfernter Cousin eines Vault-Tec-Managers und erfüllte fast alle Bedingungen. Vault 76 war für die besten und klügsten Köpfe gedacht. Und Evan konnte sich nicht qualifizieren. Tief in mir wusste ich, dass sie recht hatten. Also löste ich die Verlobung. Ich opferte ihn für den Vault. Für Appalachia. Ich weiß, was ich tun muss, aber ich kann es einfach nicht. Ich liebe ihn. Ich habe ihn schon einmal getötet. Ich schaffe das kein zweites Mal. Bitte. Ich habe alles für Vault 76 gegeben. Sie waren alle so brillant. Die ersten Jahre waren schwierig, aber wir haben gelernt, einander zu vertrauen. Sie haben gelernt, mir zu vertrauen. Ich war jung. So jung. Jünger als die meisten von ihnen. Aber sie haben mich als ihre Aufseherin angenommen. Also müssen sie das für mich tun. Geben sie Evan seine letzte Ruhe. Er hat das alles nicht verdient. Die Verbrannten. Die Ausrottung dieser Seuche. Es geht nicht mehr nur ums Überleben. Das ist was Persönliches. Wir müssen die Atomraketen sichern und diese Krankheit besiegen. Naja, also so viele Bomben, wie schon runtergefallen sind, glaube ich nicht, dass die irgendjemand sichert. Aber gut. Gehen wir und öffnen wir den Spind. Wo ist der Kasper? Dann gehen wir hier runter. Ja. Ist schon dumm gelaufen, ne? Ich weiß nicht. Ich würde meine Partnerin jetzt nicht opfern, um, keine Ahnung, in der Vault irgendwas zu machen. Auch wenn es die Welt sichern würde. Würde sich einfach nicht lohnen für mich persönlich, also geistig auch, also psychisch. Also kann ich nicht nachvollziehen, den Schritt. Wieso ist das da so grün? Okay, das ist einfach nur ein Baum. Schalldämpfer for the win. Ich hasse dieses unsichtbar machen, ne? Ich sehe einfach nicht, wo ich hinschieße, wenn ich unsichtbar bin. Das ist echt schlimm. Da leuchtet irgendwas grün. Ich bin weg. Hau rein. Ich muss mich irgendwo in Sicherheit bringen. Scheiße, Mann. Hilfe. Scheiße, ich komme da nicht rauf. Hast du gerade nach mir geworfen? Und bleib weg! Oh, ich kann die von hier aus treffen. Ich habe einen kleinen Herzkasper bekommen, als ich das Erdbeben gespürt habe.
innerlich weiß ich, dass das eine Todeskralle war. Ohne es wirklich vorher zu wissen. Weiß nicht, wo er ist. Aber ich halte mich hier. Ah, ich habe mich von den Redwürmern erholt. Perfekt. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Aber ich weiß, wo ich in Sicherheit bin. Mr. Todeskralle? Hallo? Ich würde ihn ja sehr gerne töten, ne? So ist das ja nicht. Der Überraschungseffekt war halt auf seiner Seite. Guck ihn dir an, die kleine Potsau. Schön auf die Füße schießen. Oh Gott, ich kann nicht laufen. Doch, ich kann laufen. Oh Gott, ich spüre ihn. Immer schön auf die Füße schießen. Immer schön auf die Füße schießen. Will ich verkrüppeln? Och man, ich will nicht gegen den kämpfen. Das ist ein Assi. Der kommt wieder. Ich fühle mich erst in Sicherheit, wenn er tot ist. Wo ist die Potsau? Erwischt. Nicht ernst, wa? Gatling Plasma. Woo. Schwarzes Titanschrott. Es lohnt sich wirklich, die Viecher zu töten. Die haben richtig guten Loot am Start. Oh. So, Herz, beruhigt dich, er ist tot. Kommt gleich der nächste bestimmt. Aber ich freue mich. Ich muss sagen, das Gefühl, hier eine Todeskralle zu besiegen, war nie so gut in einem Fallout. Haben die wirklich richtig gut gemacht. Ich habe doch gerade irgendwie was gesehen. Was liegt da? Ach, das ist ein Brahmin. Okay, ja, nö, also. Ich muss die jetzt nicht unbedingt töten. Ich gar nicht ein. Guck mal. Versuche zu hören, wo die sind. Aber ich bin eigentlich nur wegen einer Sache hier. Es ist mir egal. Da. Impro-Gewehr. Oh. T-45 rechtes Bein. Okay, das hat sich schon gelohnt. Panzerbrechend, ja gut. Nehme ich mal alles mit. So, erledigen wir noch den Rest. Gehen nach Hause. Sichern die neuen Sachen, die wir haben. Wieso bist du auf so einem Level?
Irgendwer ist hier noch. Der spüre ich. Zumindest wird es mir angezeigt. Ja. Cool. Kryogranaten, nö. Aber zumindest habe ich die Erfahrung mitgenommen. Ach, guck mal. Ich kann verstehen, warum du nicht zu mir kommen willst. Ist irgendwas Besonderes? Hat sich gelohnt, ich habe einen Fusionskern. Oh. Klebeband. Und Kleber, perfekt. Kannst du nicht still sitzen, Katze? Hm? Du bist schon merkwürdiges Tier. Und jetzt schnüffelst du hier wieder rum. Na ja, gut, lass uns unsere Sachen sichern. Vielleicht kann ich auch schon was damit anfangen. Ich denke, wenn wir die Baggerrüstung bauen, können wir sie auch komplett tragen, höchstwahrscheinlich, ne? Und ich denke mal, die würde auch richtig geil aussehen. So müssen wir gucken. Egal. Prall ich dagegen, wollte ich sagen. Okay, ich würde sehr, sehr gerne gucken, ob wir mittlerweile... nee, kann ich nicht. Auch diesen Bauplan. Ich will das zu Hause machen können. Naja. Wieso bin ich jetzt dauerhaft unsichtbar? Kann es einmal nicht rumbacken. Wäre das möglich? Na gut, wir sind jetzt dauerhaft unsichtbar. Gatling-Plasma. Oh Mann. Werde ich eh nie einsetzen. So, 10 mm panzerbrechend. Hätte ich überarbeiten können, ne? Nein, ist zu spät. Stufe 25, yeah, endlich. Endlich haben wir ein zweites Rüstungsteil gefunden. So. Kleidung, gib mir mal die Power-Rüstung Chesses, so, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ich weiß es nicht, ich weiß, ihr beanstandet das höchstwahrscheinlich schon seit Tagen, aber wisst ihr was, es ist mir egal. So, rechtes Bein. Also siehst du mal, unsere Power-Rüstung wächst. Okay. Das Ding hat ein Gewicht von 10, ne? Das heißt, rein theoretisch kann ich da alles reinpacken und es bleibt immer auf dem Gewicht von 10. Interessant. So, weißt du was? Die schmeiß ich weg. Was ist mein Chamäleon-Ding? Ich sehe schon. Ich ziehe das hier also an und schmeiß das hier weg. Ich bin immer noch unsichtbar. Was für ein Scheiß. So. Oh Gott, Mist, der leuchtende Kacke. Was zur Hölle ist mit mir... Hä? Ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Ich bin total verbuggt. The fuck? Nein, lass mal die Geschütze in Ruhe. Was zur Hölle ist hier los? Ich sagen, wie hoch ich springen kann. Ui!
Ich glaube, ich bin auf dem Mond. Hui. Oh, das müsste ich ja nicht ausnutzen. Ich kann hier auf mein Dach springen. Moment. Ich bin richtig verpackt. Yeah! Was ist denn, was ist mit mir los? Okay, das ist seltsam. Höchstwahrscheinlich, wenn ich schnell reise, ist es weg. Nehme ich jetzt mal stark an. Sollte ich meine Power-Rüstung mitnehmen? Das ist so schräg, wie hoch ich springen kann. Oh. Das war jetzt noch günstig. Ich hätte gerne ein Red Away. Und dann möchte ich mich gerne heilen. So, Mutation. War das eine Mutation? Oh, das war eine Mutation. Nein! Das war eine Mutation! Das war die schönste Mutation aller Zeiten. Oh, ich dachte, ich bin einfach nur verbuggt. Aber ich wurde zum Superhelden mutiert. Mist! Egal, passiert. So. Nehmen wir die Chassis mal mit. Und dann freuen wir uns einen Keks. So, den ganzen Schrott noch abladen, ne? Sehr schön. Okili dokili. Dann würde ich sagen, nächstes Ziel. Was machen wir denn als nächstes? Wir haben ja noch eine Menge Hauptquests, ne? Wir haben hier noch. Ich warte jetzt einfach, bis wir ein Clownskostüm finden. Wir werden schon noch so eins finden. Eine organische Lösung. Machen wir dann mal das, weil dann können wir nämlich noch eine Todeskralle töten, ne? Irgendwo in die Richtung, wo ich gucke. Kann ich die Markierung mal hier entfernen? Brauche ich nicht mehr. Markierung platzieren. So. Die Quest nicht. Kronkorken. Ich glaube, es ist billiger, wenn wir erstmal hier hingehen. Ja, wir gehen jetzt in das Gebiet zurück, wo wir Probleme hatten. Aber wir hatten da nur Probleme, weil uns die Munition ausgegangen ist. Aber jetzt sind wir da mit Level 27. Wir sind, glaube ich, jetzt 4, 5 Level weiter, ne? Ich denke, jetzt müssten wir da klarkommen. Ich denke, jetzt haben wir es. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder zu einer neuen, frischen Folge. Ich bin immer noch unsichtbar. Ich logge mich mal kurz aus und dann wieder ein, weil dieses Unsichtbar, das schockt mich. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.